Ziemlich genau 4 Monate begleitete Bayerns Innenstaatssekretär Gerhard Eck eine doppelte Funktion in der unterfränkischen CSU. Doch nach der Wahl zum Bezirksvorsitzenden war klar, dass der 51-Jährige den Kreisvorsitz abgeben wird. Am Samstag war es soweit. Da haben sie gut lachen. Europaabgeordnete Anja Weisgerber und Landrat Harald Leiterer. Bei der Kreisdelegiertenversammlung der CSU Schweinfurt-Land ging es auch um die politische Zukunft der beiden. So ging es für Leiterer um die Nominierung zur Landratswahl, die im nächsten Jahr ansteht. Ohne Gegenkandidat erreichte der Amtsinhaber 77,5% der Stimmen und geht somit für die CSU in seine 4. Wahl zum Landkreis Oberhaupt. Erfolgreich lief der Tag auch für Anja Weisgerber. Sie wurde ebenfalls ohne Gegenkandidat mit 82% zur neuen Kreisvorsitzenden gewählt. Man freut sich auf jeden Fall auf die Aufgabe. Es wird eine spannende Aufgabe, den Kreisverband zu führen mit fast 2000 Mitgliedern. Wir sind sehr gut aufgestellt als Kreisverband und es gilt jetzt wirklich auch, sich dafür einzusetzen, dass die CSU auch weiterhin die gestaltende und politische Kraft hier im Landkreis bleibt. Weisgerber folgt im Amt auf den neuen CSU-Bezirkschef Gerhard Eck. Der bayerische Innenstaatssekretär hatte 14 Jahre lang den Vorsitz des Kreisverbands inne. Dafür wurde er am Samstag in Weigelshausen als Ehrenvorsitzender ernannt. Einerseits ein Stück weit wehmütig, andererseits muss man sagen, die Arbeit in der CSU ist ja nicht zu Ende. Das hat ja jeder zwischenzeitlich mitbekommen. Ich durfte die Nachfolge als Bezirksvorsitzender von Michael Kloß antreten. Seine Zolle, eine riesige Aufgabe. Michael Kloß hat große Fußstapfen hinterlassen, hat viel für dieses Unterfranken geleistet. Ich versuche ihm nachzueifern. Ich hoffe, es gelingt mir. Also die Arbeit in der CSU ist nicht zu Ende, sondern es beginnt ein neues Kapitel. So natürlich auch seine Nachfolgerin. Die Europaabgeordnete sieht durchaus Schnittstellen zwischen ihrer Arbeit in Brüssel und der Heimat. Über 1 Million Euro fließen in den Landkreis, in die vielen Projekte, in den Gemeinden, in den kommunalen Allianzen, wie zum Beispiel die Ortskernrevitalisierung, das Gewerbeflächendatenmanagement oder auch der Ausbau des Nordufers am Ellertshäuser See und vieles andere mehr. Das sind alles Initiativen, die auch stark natürlich vom Landrat, vom Landkreis, von der Kreistagsfraktion, aber auch zusammen mit der CSU im Schweinfurter Land erarbeitet wurden. Und da ist es mein Anliegen, das auch in Zukunft weiter voranzubringen. Auch weil der Bezirksvorsitzende mit Sicherheit ein hütendes Auge auf seinen Heimatkreis haben wird.